Ja, herzlichen Dank, liebe Freundinnen und Freunde und Initiatoren des Uranium Film Festivals. Es ist mir eine Ehre und auch eine große Freude, wieder hier zu stehen. Ich war vor anderthalb Jahren in Fukushima mit der Bundesumweltministerin. Und wenn man auf diesem Gelände unterwegs ist und nah an den Gebäuden vorbeiläuft, die man vorher nur aus dem Fernsehen kannte, und merkt, dass man gar keine Sinne hat für die Gefahr, die ausgeht von der atomaren Strahlung, weil wir Menschen das einfach gar nicht merken, dann ist es so, dass einem ein Schauer den Rücken herunterläuft. Und das war für mich auch nochmal eine Bestätigung, hier weiterzumachen, weil die Gefahr, die ausgeht von den atomaren, von der Atomstrahlung, sei es sozusagen die nukleare Energiegewinnung, sei es Nuklearmunition, sei es die militärische Nutzung. Auf diese Gefahr muss man aufmerksam machen und da ist Kunst ein ganz, ganz wichtiges Medium. Und deswegen freue ich mich, dass dieses Filmfestival auch eine solche Resonanz auch in Deutschland findet und dass es vor allen Dingen eine internationale Resonanz findet, denn die Aufgabe, die Atomenergie zu bannen, Atomkraftwerke zu bannen und die atomare Rüstung zu bannen und natürlich Nuklearmunition zu bannen, ist eine internationale Aufgabe. Und insofern herzlichen Glückwunsch von Manfred Bohr auch zu der tollen Entscheidung, ICAN den Friedensnobelpreis zu geben. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich finde das super und ich finde es peinlich, dass Teile der Bundesregierung das nicht so unterstützt haben. Das ist eine Vision, die wir dringend brauchen und die wir unterstützen müssen. Positive Visionen sind ganz wichtig. Nicht nur die Gefahren sehen, sondern was kann eigentlich anders passieren? Und da freut es mich, wenn ich mir hier die Sponsoren angucke, dass die Elektrizitätswerke Schönau dabei sind. Die Elektrizitätswerke Schönau sind eine Genossenschaft. Ich selber bin, glaube ich, in 6 Genossenschaften, auch in der EWS in Schönau. Die hat sich gebildet nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl. Dort hat die Familie Sladek war es, die das initiiert hat. Die haben gesagt, wir müssen was praktisch tun und wir müssen das Stromnetz in unserer Heimatgemeinde übernehmen, in einem Dorf im Schwarzwald. Und das sind dann die Stromrebellen im Schwarzwald geworden. Inzwischen geht diese Rebellion durch ganz Deutschland und ich arbeite eng mit denen zusammen. Und wir müssen halt schauen, dass wir eben die Alternative zu den atomaren Energien, aber auch zu den fossilen Energien vorantreiben. Und Schönau ist da ein wunderbares Beispiel. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Also das war für mich noch ein großes Anliegen, die Energierevolution eben auch in die Städte zu tragen. Wir haben das ganze Thema Mieterstrom genannt. Das ist eigentlich gar nicht der richtige Beschreibung. Die Beschreibung ist, Solarzellen in die Stadt zu bringen, das stärker zu fördern. Da haben die Sladek sehr eng auch mit mir kooperiert und wir haben das tatsächlich geschafft, in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages vor der Sommerpause eine Änderung der Gesetze hinzubekommen, sodass tatsächlich sowas zukünftig auch gefördert wird und dass wir stärker in die Dezentralität setzen und eine neue Vision schaffen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich war vor 3 Jahren in den USA, da hat ein Kollege aus dem Parlament zu mir gesagt, ein republikanischer Senator, ihr Deutschen seid doch auf dem Weg zu einem Agrarstaat wegen eurer Förderung der Solarenergie. Es ist wichtig, dass wir denen zeigen, nein, wir sind gar nicht auf dem Weg in den Agrarstaat, sondern wir machen die Zukunft, wir gestalten die Zukunft und das tun wir gemeinsam. Und da ist so etwas wie eine Genossenschaft etwas ganz Tolles. Ich freue mich auf den Film, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, ich freue mich auch, dass das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit das Ganze fördert. Eine ganz wichtige Geschichte. Ich hoffe, dass das auch bei der neuen Bundesregierung weitergeht, dass eine neue Bundesregierung diesen Kurs also auch mit unterstützt und wünsche uns alle einen tollen Abend und möchte mit einem alten, schönen Sprichwort schließen, was heißt zur Sonne, zur Freiheit und lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Applaus